wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Video. Da ja die meisten mittlerweile eigentlich mitbekommen haben sollten, dass Jakob, meine Oma und ich ganz, ganz bald umziehen werden, habe ich euch auf Instagram gebeten, mir alle Fragen dazu zu stellen, was den Umzug, unser neues Zuhause, das Haus und so weiter angeht. Und ihr habt sehr, 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 sehr fleißig Fragen gestellt. Schon mal Dankeschön an dieser Stelle, dass ihr immer ganz, ganz fleißig seid und mich unterstützt, wenn ich eure Hilfe brauche. Ja, ich habe mich hier schön gemütlich ins Wohnzimmer gesetzt und dachte mir, ich schnappe mir jetzt mein Handy, gehe mal die Fragen durch und werde euch natürlich so viele Fragen es geht beantworten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und wir legen los. Ich würde sagen, wir fangen mit einer Frage an, die wirklich sehr, sehr oft gestellt wurde und die euch wahrscheinlich brennend interessiert, so wie es aussieht. Und zwar, zieht ihr mit einem Umzugsunternehmen um oder macht ihr alles alleine? Also wir werden ohne Umzugsunternehmen umziehen. Bisher haben wir eigentlich nie ein Unternehmen irgendwie dafür gebucht. Wir haben natürlich auch fleißige und engagierte Helfer, die uns fleißig zur Seite stehen werden. Wir hoffen natürlich, dass es bis dahin relativ, ja, ich würde sagen, entspannt ist in der Welt. Denn wir müssen natürlich auch uns an gewisse Regeln halten, was den Umzug angeht und können da nicht mit 50 Mann oder so hantieren. Das ist uns allen bewusst und ich denke, allen Leuten, die gerade umziehen. Aber wir werden definitiv ohne Umzugsunternehmen umziehen und die Wohnung von uns und auch die Wohnung von meiner Oma alleine leer räumen. Und ich bin da aber ganz guter Dinge, dass das gut funktionieren wird, denn bisher haben wir es auch auf jeden Fall immer geschafft. Dann hat jemand gefragt, was wirst du an eurer Wohnung vermissen? Und da muss ich eigentlich gar nicht lange überlegen. Ich glaube, ich werde hier hinten unser Zimmer, also unser Ankleidezimmer, Schrägstrich Büro, Schrägstrich Gästezimmer sehr vermissen. Denn auch wenn das so ein Zusatzzimmer war, denn offiziell ist unsere Wohnung eine Zweizimmerwohnung und das war früher einfach so nicht da. Das war wie so ein Speicher, der ausgebaut wurde. Da hinten ist ja auch keine Heizung, das ist auch nicht richtig gedämmt und ja, deswegen haben wir da nie so ein Schlafzimmer oder so draus gemacht. Und ich werde das Zimmer schon sehr vermissen. Ich liebe das mit dem Holz und habe mich da hinten sehr, sehr gerne aufgehalten. Aber da im neuen Haus auf jeden Fall auch ganz, ganz viel aus Holz ist, wird es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Aber das Zimmer wird mir auf jeden Fall sehr fehlen. Es wurde auch häufig gefragt, was für Möbel möchtet ihr euch neu holen oder nehmt ihr alles, was ihr bis jetzt habt, mit? Wir werden eigentlich fast alles mitnehmen. Ein paar Sachen werden jedoch verkauft. Zum Beispiel haben wir unseren Schreibtisch verkauft, wir haben unser Gästesofa verkauft. Die Kommode, die wir in den Flur gestellt haben, die eigentlich gerade neu ist, die wir ja noch in dunkelblau lackieren wollten. Da sind wir auch noch nicht sicher, ob wir einen Platz dafür finden. Eventuell wird die auch verschenkt. Also, ja, aber neu holen wollen wir uns an Möbeln eigentlich kaum was. Eventuell ein paar neue Stühle für den Tisch, der in die Küche kommt. Dann möchte ich einen großen Schreibtisch haben in meinem Büro. Ja, aber so große Möbelstücke. Wir haben eine Couch, die wir erst Anfang Januar bekommen haben. Wir haben unser Boxspringbett, das relativ neu ist. Wir haben im neuen Haus einen riesigen Eichentisch mit Eichenstühlen. Den behalten wir. Also es wird eigentlich kaum etwas neu gekauft, wenn dann vielleicht irgendwie Deko oder so Kleinigkeiten. Dann hat noch jemand gefragt, habt ihr eine Badewanne? War für mich bei der Wohnungssuche zum Beispiel total wichtig. Ja, wir haben eine Badewanne im Badezimmer und zwar sogar eine Eckbadewanne, die so richtig schön gemütlich und wellnessmäßig ist. Da freue ich mich auch sehr drauf. Allerdings haben wir dann auch nur diese Badewanne, also wir haben keine extra Dusche. Und werden dann einfach die Badewanne auch zum Duschen benutzen, so wie wir das jetzt zum Beispiel hier auch machen. Und ja, ich freue mich aber auf jeden Fall sehr auf die Badewanne. Ich bin so richtig gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es beim letzten Mal nicht genau gesehen, aber es könnte sogar sein, dass da so Düsen für so Whirlpool-Dinger sind. Aber da muss ich mich nochmal genau reinfuchsen, beziehungsweise dann nochmal genau nachgucken. Aber diese Eckbadewanne ist schon ziemlich geil. Wird es eine nackte Roomtour geben oder nur eine, wenn alles fertig ist? Ich bin mir noch nicht genau sicher, also ihr habt danach gefragt, ob ich beides machen kann und an sich bin ich da eigentlich total offen für. Ihr könnt mir gerne nochmal unter dieses Video schreiben, was ihr euch wünscht, ob eine nackte Roomtour oder nur eine fertige oder beides. Ich habe das bisher nie gemacht, weil wir haben immer gevloggt und eine leere Roomtour, ich habe immer gedacht, das ist halt voll uninteressant, aber wenn ihr euch das wünscht, kann ich das natürlich gerne machen. Und eine fertige Roomtour, wie gesagt, habe ich nie gemacht, weil wir immer gevloggt haben und man hat direkt alles gesehen. Das hätte so eine Roomtour halt
das wäre halt unnötig gewesen. Aber wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das sehr, sehr gerne machen. Dann kam auch die Frage, war es schwierig, etwas Passendes zu finden und wie viele Häuser und Wohnungen habt ihr euch angeschaut? Tatsächlich war es eigentlich gar nicht so schwierig. Wir hatten bei eBay Kleinanzeigen und auch bei Immobilien-Scout immer mal wieder geschaut. Und nachdem wir es Jakobs Eltern gesagt haben, haben die auch immer so ein bisschen was aus der Zeitung zum Beispiel geschickt. Und da konnten wir dann immer so gucken. Aber wir haben uns tatsächlich nur das Haus, in das wir jetzt einziehen werden, angeschaut. Wir hatten noch ein paar andere Besichtigungen, aber das war das Erste, was wir uns angeschaut haben. Und nachdem wir uns das angeschaut haben, haben wir uns direkt verliebt und haben dann 2 Tage später direkt zugesagt. Und alles andere haben wir dann direkt abgesagt. Und da mussten wir dann uns gar nicht lange irgendwie ja noch was anderes anschauen. Das war aber, würde ich sagen, ziemlich großes Glück. Wisst ihr schon ganz genau, welcher Raum wie genutzt wird? Ja, tatsächlich schon. Also wir haben, wenn man bei uns reinkommt, ein riesengroßes Wohnzimmer, also einen riesengroßen Raum, das wird unser Wohnzimmer. Vom Wohnzimmer aus geht man dann in die Küche, da ist eine Einbauküche drin, deswegen werden wir da nicht wirklich irgendwas verändern. Wenn man dann in der Küche weitergeht, hat man ja wie so einen kleinen Space noch, wo wir noch einen Tisch mit Stühle hinstellen. Wenn man da dann weitergeht, hat man noch einen Raum, der als Esszimmer immer genutzt wurde. Das hat man auf den Fotos bei der Besichtigung gesehen. Da wir aber kein Esszimmer brauchen, werde ich dort mein Büro einrichten. Und vom Büro aus geht es noch in ein Zimmer. Das wird unser Schlafzimmer. Wenn man von unserem Wohnzimmer dann eine Treppe hochgeht, kommt man auf die Etage, wo meine Oma wohnen wird. Und das ist ja nicht so wirklich ein Raum, sondern das ist wie so ein Studio. Also ziemlich hohe Decken und alles aus Holz und ziemlich offen gehalten. Da wird meine Oma ihr Wohnzimmer machen. Von diesem Studio, also wo meine Oma sich ihr Wohnzimmer machen wird, geht es dann ins Badezimmer. Und von dem Wohnzimmer meiner Oma auf der anderen Seite geht es dann noch in ihr Schlafzimmer. In ihrem Schlafzimmer hat sie dann links und rechts auch noch so, ich würde sagen, so kleine Miniräume. Auf der einen Seite ist zum Beispiel die Heizung verbaut, da kann aber sehr, sehr viel noch abgestellt werden. Und auf der anderen Seite hatten die ehemaligen Besitzer sich ein kleines Büro reingemacht. Und da kann man auch noch sehr, sehr viel verstauen. So ist ungefähr so die Raumaufteilung. Also man hört schon, das war nämlich auch eine Frage, ob wir 2 Küchen und 2 Bäder haben. Nein, wir haben eine Küche und ein Bad. Das werden wir zusammen alle benutzen. Und wir haben uns da vorher auch abgesprochen, ob das irgendwie so ein Ausschlusskriterium ist. Von daher passt das für alle. Und dann kam noch die Frage, glaubt ihr, ihr möchtet in eurer neuen Heimat sesshaft werden? Definitiv kann ich gar nicht anders beantworten, außer dass es auf jeden Fall so sein wird. Wir wollen auf jeden Fall auch in dem Haus, in das wir jetzt einziehen werden, sehr, 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 sehr lange wohnen bleiben. Ich möchte auf jeden Fall, solange meine Oma lebt, und ich klopfe auf Holz, ich hoffe, dass es noch sehr, sehr lange, nicht mehr umziehen, denn meine Oma ist 74 und sie hat gesagt, sie zieht natürlich jetzt gerne mit um, da sie mit uns kommen möchte und da sie in unserer Nähe sein möchte. Und wir nehmen sie natürlich liebend gerne mit. Aber ich glaube, noch ein Umzug wäre ihr dann auch zu viel. Und deswegen möchten wir auf jeden Fall, solange wie sie bei uns ist, wie gesagt, hoffe ich ganz, ganz lange, auf jeden Fall da wohnen bleiben. Und was irgendwann mal in ein paar Jahren ist, das weiß man natürlich nie. Aber wir wollen auf jeden Fall dort dann auch, abgesehen von dem Haus, von dem Ort nicht mehr weg und werden auf jeden Fall dort bleiben. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar, wohnt ihr dort zur Miete oder habt ihr das Haus gekauft und wie viel Quadratmeter habt ihr eigentlich? Wir haben das Haus nicht gekauft, es war ganz normal zur Miete angedacht und wir haben ganz normal einen Mietvertrag bekommen. Das Haus hatte eine Vorbesitzerin, die wir auch kannten durch Jakobs Eltern. Und die hat das Haus halt weiterverkauft an unseren jetzigen Vermieter und der möchte, beziehungsweise der hat halt vor, das zu vermieten. Und ich glaube, die Wohnfläche insgesamt sind, also nur reine Wohnfläche, sind 120 Quadratmeter. Alle anderen Eckdaten oder was da noch zugehört oder mit Flur und Abstellkammer und weiß ich nicht was alles, da habe ich wirklich gar keine Ahnung von, da müssen wir Jakob mal fragen. Das können wir dann vielleicht in einem Vlog oder so nochmal erzählen, beziehungsweise darauf eingehen. Denn, ja, aber 120 Quadratmeter Wohnfläche habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Es kamen auch ganz viele Fragen zum Thema Finanzen, also zum Thema Miete. Und zwar, wie unterscheidet sich die Miete des Hauses zur jetzigen Wohnung? Ist die Miete sehr viel teurer, weil es ja ein Haus ist und keine Wohnung? Also, wir werden dort ungefähr das Doppelte zahlen, wie wir jetzt zahlen.
Aber allerdings haben wir schon alle Nebenkosten wie Heizung, Strom und sowas in unserer Miete schon mit drin. Das müssen wir hier zum Beispiel alles extra zahlen. Und deswegen ist das auf jeden Fall ganz gut, dass das so gebündelt ist. Ich sage immer, genauso viel zahlen wir jetzt, weil wenn wir unsere Miete und die Miete, die meine Oma in ihrer Wohnung zahlt, zusammenrechnen, dann bezahlen wir jetzt im neuen Haus sogar weniger. Von daher kommt es praktisch so aufs Gleiche raus, aber es ist sozusagen das Doppelte von dem, was wir jetzt hier nur für diese Wohnung zahlen. Da ich auch kein Problem damit habe, Zahlen zu nennen, kann ich euch das natürlich auch mal gerne erzählen. Wir haben eine Kaltmiete von 600 Euro. Dazu kommen Nebenkosten von 150 Euro. Das ist zum Beispiel Wasser, Heizung und so weiter. Dann kommen da dann noch 100 Euro drauf und das ist dann unser Strom. Also insgesamt sind wir bei 850 Euro und ich würde sagen, für unser Haus ist das eigentlich ein ganz guter Preis. Dann kam auch ganz oft die Frage, ob wir einen Garten haben oder einen Balkon oder eine Terrasse. Also zu dem Haus gehört auf jeden Fall ein Wintergarten und auch ein Garten. Das ist aber alles ein kleines bisschen komplizierter und das ist auch eins der Dinge, die wir euch dann gerne erst oder so erzählen oder erläutern wollen, wenn wir dann die Roomtour drehen, denn dann kann man sich das, wenn man das alles so sieht, auch alles ein bisschen besser vorstellen. Und ja, aber es gehört ein Garten dazu und ja, alles ganz genau weitere werden wir euch dann noch erzählen. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar hat jemand gefragt, in der Eifel ist es ja landschaftlich sehr schön. Habt ihr einen schönen Ausblick? Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Ausblick. Wenn ich so aus unserem Wohnzimmerfenster, aus meinem Küchen- und aus meinem Schlafzimmerfenster schaue, dann schaue ich auf jeden Fall ins Grüne und habe da sehr, sehr viel Natur, was ich sehr toll finde. Meine Oma, die kann auch aus ihrem Schlafzimmerfenster und ihrem Wohnzimmerfenster schauen und sieht das ebenfalls. Den Ausblick werde ich euch natürlich leider nicht zeigen können, denn es soll ja keiner auf den Gedanken kommen, uns mal zu besuchen. Ich bin halt nun mal ein geborenes Dorfkind, genau wie Jakob. Und meine Oma, die ist auch am Dorf groß geworden. Es zieht uns einfach zurück dahin. Man hat aber natürlich generell dort auf dem Dorf einen viel, viel schöneren und grüneren Ausblick als irgendwo in der Stadt. So, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ich hoffe natürlich auch, dass ich euch mit diesem Video ganz, ganz, ganz viele Fragen beantworten konnte. Und dass ihr jetzt ein kleines bisschen schlauer seid. Und ja, dass die meisten Fragen halt jetzt einfach schon mal so ein bisschen gestillt sind. Wenn es jetzt doch noch offene Fragen gibt oder euch noch irgendwas anderes eingefallen ist, dann lasst es mich in den Kommentaren sehr gerne wissen. Genauso wie denkt dran, mir zu schreiben, ob wir eine leere oder eine fertige Roomtour oder beides drehen sollen. Dann orientieren wir uns auf jeden Fall so ein bisschen daran. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Thinking that I could have done something, but now